Oh, ich bin voll aufgeregt. Ich drehe wieder Videos. Aha, warum? Wieso? Also, Hallöchen. Das fängt gut an. Machen wir noch einen Start, ne? Direkt mal gleich mehrere Takes in einem oder so. Also ein, ach egal. Puh. Also, Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sitze und ein Video drehe und euch das dann auch hoffentlich ganz bald und zeitnah zeigen kann. Die Regale hinter mir, die kennt ihr, die habe ich aufgestellt in meiner neuen Wohnung. Ich bin im Oktober hier eingezogen und, also Oktober 2019, ich präzisiere mal eben, falls dieses Video wieder erst irgendwie an Weihnachten erscheint. Bin hier eingezogen, habe diese Regale aufgestellt und auch zum Teil eingerichtet. Ich habe das noch nicht ordentlich eingerichtet, vielleicht sieht man es auch. Hier ist so ein bisschen Regenbogen, das ist ganz schön. Der Rest muss irgendwie noch ein bisschen sortiert werden, möchte noch sortiert werden. Das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, aber jetzt soll es erstmal um andere Bücher gehen, um meine gelesenen Bücher im Jahr 2020. Wir haben bereits April und ich wollte euch zeigen, was ich in den ersten 3 Monaten in diesem Jahr gelesen habe. Wir starten mit dem Januar. Und ich darf euch ganz, ganz stolz dieses Buch hier zeigen, denn das ist von Anna Paulsen, Wirf dein Herz voraus und spring hinterher. Ich habe es geliebt und ich habe es erst kurz vorher geschenkt bekommen. Das ist vielleicht noch das Besondere dran, denn meine beste Freundin Lisa hat mir das geschenkt, als wir kurz vor Silvester noch Wellness gemacht haben zusammen und wir haben es richtig gut gehen lassen und ausklingen lassen, das Jahr 2019, und es war auch nötig. Wir haben das in Ruhe gemacht und ganz ruhig und uns erholt. Und da hat sie mir dieses Buch hier quasi als Weihnachtsgeschenk geschenkt. Wir haben unsere eigene kleine Geschenkübergabe, Weihnachtsfeier gemacht. Und ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe schon Liebe M von Anna Paulsen gelesen. Liebe M hat noch einen Untertitel, der mir gerade nicht einfällt. Aber das Buch habe ich auch schon geliebt, dieses hier ebenfalls. Es dreht sich um Liane, die ist, glaube ich, Ende 30 ungefähr und hat Angst bzw. kriegt die Verdachtsdiagnose, dass sie Krebs hat. Und plötzlich stellt sie ihr ganzes Leben auf den Kopf. Sie hat ganz viele Routinen, sie ist sehr ordentlich, sie hat sehr festgefahrene Konzepte und Dinge, wie sie irgendwas macht in ihrem Leben. Sie ist auch nie krank in ihrer Arbeit, sie ist da ganz korrekt und zuverlässig. Eigentlich alles, was man sich so wünscht von vielleicht einer Arbeitnehmerin, aber man merkt, dass sie irgendwie nicht so richtig ihr Leben lebt und eigentlich fast auch schon so ein bisschen lebt, als gäbe es gar nichts mehr Neues und Spannendes in ihrem Leben. Dann trifft sie auf die unterschiedlichen Charaktere und das hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich muss gestehen, die Namen habe ich wieder vergessen. Steht hier noch ein Name? Nein. Aber sie trifft auf ganz, ganz tolle Leute, die sie rausholen aus ihrem Leben und die ihr zeigen, was Leben heißt und wie schön es sein kann und wie schön es auch einfach werden kann, wenn man sich traut, so ein paar Dinge zu machen. Man muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Bucketlist haben und sagen, okay, ich will Fallschirm springen und ich will dies und jenes und das noch tun, aber man kriegt so richtig Lust, mit Liane auf die Reise zu gehen und mitzukriegen, was macht sie denn alles, um so ein bisschen sich selbst zu finden, aber auch um wieder Spaß am Leben zu haben. Deswegen absolute Empfehlung, locker leicht, jetzt in aktuellen Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwierig, weil man das nicht selber machen kann alles, aber vielleicht eine Idee, um Sachen zu planen, die man noch erleben möchte, gerade jetzt, wenn man merkt, man kann nicht alles machen. Das zweite Buch in diesem Jahr war weniger mein Geschmack, ich habe es trotzdem komplett gelesen, Paolo Cognetti, Gehen ohne jeden Gipfel zu besteigen. Ja, ich dachte erst, es ist irgendwie, ja, sowohl schön geschrieben, als auch irgendwie eine tolle Idee, so dieser Aspekt von, man ist auf dem Weg irgendwo hin, man hat ein Ziel vor Augen, den Gipfel, man möchte etwas erreichen, auch so ein bisschen dieses Motto, der Weg ist das Ziel und so weiter. Ich dachte, das geht so ein bisschen in die Richtung. Es war mir dann aber irgendwie doch zu uninteressant, muss ich gestehen. Es hat nicht viele Seiten und der Autor ist auch bekannt mit seinem Bestseller 8 Berge. Und ich dachte eben, ich gucke mir erstmal das an. Vielleicht gucke ich mir danach noch 8 Berge an. Jetzt muss ich gestehen, habe ich da nicht so richtig Lust drauf. Ich fand es, vielleicht hatte es für mich nicht genug Rahmen und nicht genug Inhalt. Vielleicht wäre es besser geworden, wäre es länger und tiefer dadurch geworden. Vielleicht hätte es dann noch mehr transportiert. Es geht natürlich schon noch ein bisschen darum, sich Fragen zu stellen, okay, was mache ich hier gerade und wo will ich hin und solche Sachen, aber
So richtig begeistern konnte es mich leider nicht. Falls ihr dieses Buch kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gut fandet. Vielleicht habe ich es auch nur einfach nicht verstanden. Kann ja auch mal sein. Dann könnte ich mir das nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich noch im Januar gelesen, Die unsichtbare Heldin von J. Fellgut. Ich glaube, sie heißt Jackie oder Jacqueline. Ich mag sie sehr gern jedenfalls. Ich habe von ihr das Manuskript gelesen und war sehr begeistert. Ich habe mir auch schon viele Bücher von ihr angeguckt und mir überlegt, so, was möchte ich denn überhaupt noch von ihr lesen? Das finde ich spannend. Und da ist mir diese Reihe in die Hände gefallen. Sagen wir es mal so, in die Hände gefallen. Denn unsere Protagonistin hier heißt Anja. Ich lese, glaube ich, nie etwas oder ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich schon mal ein Buch gelesen habe, in dem die Protagonistin Anja hieß. Ich muss gestehen, das war vielleicht ein Argument. Das Ganze ist eine Trilogie und ich habe den ersten Teil im Januar beendet. Es dreht sich eben, wie gesagt, um Anja. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf den stößt. Also sie ist auf jeden Fall, eigentlich schreibt sie ihre Doktorarbeit und kommt da nicht so richtig voran. Und dann stößt sie auf einen Mann, beziehungsweise auf einen Laden. Und dort in diesem Laden wird ihr eine Kugel verkauft, die unsichtbar ist und die auch Unsichtbarkeit als Superkraft quasi mit sich bringt. Also es geht so ein bisschen in Richtung Superhelden, ein bisschen Fantasy, Dystopie, wie auch immer. Ich habe da gar keinen richtigen Begriff dafür. Und dann lernt Anja, damit umzugehen. Ihr Kater ist durchaus immer mal wieder entsetzt und erschreckt. Ihre beste Freundin ist damit dabei. Und dann stößt sie natürlich auch noch auf so andere Personen in diesem Setting. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Die dann, ja, so von allen Seiten was damit zu tun haben. Und es wird, ich finde, im ersten Band jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verraten und nicht so sehr dramatisch. Aber ich komme gleich zu den Folgebänden. Ich erzähle natürlich nichts davon. Ich spoiler nicht. Ja, es ist, mir fehlen die Worte. Also es ist, ich fand es richtig gut. Zwischendurch hatte ich mal so einen Eindruck, so, vielleicht könnte man da noch ein bisschen mehr rausholen aus der Geschichte, noch ein bisschen mehr Pep, noch ein bisschen mehr, Aber vielleicht war es mir auch für meinen Typ so ein bisschen einen ganz kleinen Ticken zu düster und zu negativ gezeichnet, so die ganze Welt und alles drumherum. Aber vom Grundsatz her fand ich es wahnsinnig schön, eben diese Superkraft mit Anja kennenzulernen. Vielleicht habe ich die ja auch. Kann ich mich unsichtbar machen? Nein. Aber vielleicht, ja, ist es ja doch irgendwie eine Idee, sich das mal anzugucken. Statt Marvel-Filme oder DC-Filme mit Superkraft einmal etwas darüber zu lesen. Das war mein Januar. Im Februar ging es dann quasi nahtlos weiter mit der Reihe von Jackie Fellgood, Die sichtbare Heldin. Und das ist dann Band 2. Da geht es ein bisschen darum, dass das so weiterläuft, diese Geschichte. Und ich verrate jetzt nicht zu viel. Allein der Titel verrät es ein Stück weit, indem ich sage, es tauchen noch Menschen auf mit anderen Fähigkeiten. Wie die damit reinspielen, erzähle ich mal nicht. Und es ist auch so, dass die Kontrolle über diese Fähigkeit noch ein Stück weit erweitert wird. Auch dazu sage ich jetzt nicht noch mehr, denn es passiert noch so viel mehr darin. Die Bücher sind gar nicht dick, aber trotzdem passiert einiges drin. Und ich habe es sehr, sehr gerne mitverfolgt und ich finde die Cover wunderschön. Auch vom dritten, der so rötlich gestaltet ist. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht. Und ich halte sie in Ehren, allein schon, weil die Protagonistin Anja heißt. Jeder hat so sein Guilty Pleasure. Ja, wenn ich ein besseres Buch finde, ich glaube nicht. Mit der Protagonistin Anja, stimmt nicht, ich habe ein Buch mit Anja. Einen Moment, ich habe gelogen. Ich habe schon ein Buch mit einer Protagonistin, die Anja heißt. Und zwar 434 Tage von Anne Freitag. Und das habe ich vor 2 Jahren, 3 Jahren gelesen. Und da geht es um Anja und ihren Mann Tobias. Und um Julian. Und um ein Problem. Anja Plöger heißt sie, genau. So wie der eine, ist das nicht so ein Wettermensch, der auch Plöger mit Nachnamen heißt? Ich muss gestehen, da kommt Anja nicht so richtig gut weg, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen fand ich die Idee schon ganz gut so. Superheldin. Woo! Anja, genau. Also ich habe doch noch ein Buch mit einer Anja. Okay, ich sammle dann vielleicht Bücher, in denen die Protagonistin Anja heißt. So what? Das nächste Buch blende ich euch hier wieder ein. Was heißt wieder? Das blende ich euch ein, denn das ist nicht mehr bei mir. Das habe ich abgebrochen. Das fällt mir auch ein bisschen schwer, das so zu sagen. Aber ich habe es nun mal abgebrochen und es war nicht so richtig meins.
Denn ja, die Geschichte hat mich überhaupt nicht abgeholt und es hat mich gewundert. Der Autor hat mich nämlich überzeugt mit dem Buch Das schönste Mädchen der Welt. Ich rede von dem Autor Michael Bierbeck und der hat das Buch geschrieben Was mich stört, ist nicht das Leben, sondern die Tage dazwischen. Oder so ähnlich. Ein langer Titel auf jeden Fall. Ein älteres Buch von ihm. Und das habe ich in meiner Buchhaltestelle. Also Buchtelefonzelle. Buchtelefonzelle. So ist es. Oder Bücherschrank, wie auch immer man es nennen möchte. Habe ich das gefunden, habe das angelesen und dachte mir, ach ja, nehme ich mit. Habe weitergelesen und habe gemerkt, nee. Nee. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, worum es geht, beziehungsweise was mich so sehr daran gestört hat. Aber es war so überhaupt nicht meins. Ich glaube, es war mir zu, wie sage ich das denn jetzt? Also zu, ich glaube, zu Drogen, sonst wie lastig. Ich meine, dass die Charaktere so ein bisschen, ja, schon auch in die Richtung Drogen, Sucht und so weiter gehen, das ist ja in Ordnung und das ist auch bei Michael Bierbecks anderen Buch schon teilweise so gewesen und man hat es gemerkt, dass sie nicht immer mit einem klarkommen, das sind jetzt nicht die strahlenden Helden so, aber irgendwie war das so gar nicht meins. Deswegen, ja, ist dieses Buch quasi wieder in die Buchtelefonzelle eingezogen und bei mir wieder ausgezogen. So ist es nun mal. Und dann kam noch der März. Im März habe ich ein wundervolles Buch beendet. Ich werde es im Herzen tragen und ich werde ganz viel noch darüber schwärmen, wenn ich kann und darf. Und ich werde noch ganz viel darin lesen und immer wieder es zur Hand nehmen. Es dreht sich um Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. So, jetzt könnte sich der eine oder andere denken so, ist sie nicht in eine kleine Wohnung gezogen, alleine? Ja, ist sie. Warum liest sie ein Buch über Sprachen in der Partnerschaft, bla, Liebe? Weil sie eine hoffnungslose Romantikerin ist, vielleicht. Und vielleicht auch, weil es sich nicht nur um die Kommunikation in einer Partnerschaft handelt, sondern generell die Kommunikation. Also, man profitiert davon auch, wenn man nicht aktuell in einer Partnerschaft ist. Respektive, natürlich könnte ich auch sagen, ich will mich vorbereiten. Für genau den Richtigen. Nein, auf jeden Fall möchte ich sagen, es war ein herrliches Buch. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen, denn es gibt eben, wie schon vorne drauf gespoilert, quasi 5 verschiedene Sprachen und es ist ein Sachbuch, aber es ist sehr schön geschrieben, es ist sehr verständlich und es macht richtig Spaß, da einzutauchen und zu verstehen mit der Zeit, wenn man jede Sprache kennenlernt. Ah ja, da kenne ich wen. Der hat diese Sprache, bestimmt. Und am Ende natürlich auch noch einen Test zu machen und zu gucken, welche eigene Sprache der Liebe man hat. Und nur um es einmal ganz kurz anzuteasern, es dreht sich dabei um die erste Sprache ist Lob und Anerkennung, die zweite Zweisamkeit, die Zeit nur für dich, die dritte ist Geschenke, die von Herzen kommen, die vierte Hilfsbereitschaft und die fünfte Zärtlichkeit. Im Englischen sind es ein bisschen andere Begriffe, da ist es dann auch manchmal vielleicht nicht ganz so verständlich. Es ist, finde ich, sehr gut erklärt im Text immer, welche Sprache was ist und wie derjenige so handelt und warum eben. Und auch so ein bisschen, also wie jemand mit dieser Sprache selber spricht, aber auch wie der quasi profitieren kann, also wie man denjenigen anspricht. Das heißt, wenn ich die eine Sprache spreche und irgendjemand anders, zum Beispiel mein Partner, eine andere Sprache, dann kann es sein, dass es zu Streitigkeiten und zu Unstimmigkeiten kommt und man versteht eigentlich gar nicht, warum man sich nicht versteht. Also ne, man denkt, man spricht doch die gleiche Laute, also die gleiche Muttersprache, Deutsch zum Beispiel. Und trotzdem spricht man eben nicht die gleiche Sprache. Und das ist schon was, da kann man sehr gut lernen, dann darauf zu achten, was ist für den anderen wichtig und wie kann ich mich, so ein Stück weit zumindest, dahingehend anpassen und gucken, dass ich in dessen Sprache spreche. Am besten machen das natürlich beide so ein Stück weit, damit Kommunikation und auch Partnerschaft funktioniert. Deswegen, vielleicht ist es auch gerade im Moment keine schlechte Idee, sowas zu lesen, um vielleicht ein bisschen vorzubeugen. Ich weiß nicht, wie es ist, gerade aufeinander zu hocken in einer Wohnung. Ich sitze hier alleine, also kann es sein, dass wenn jemand in einer Partnerschaft oder auch in einer Familie, also wenn mehrere Menschen gleich aufeinander hocken, dass es durchaus schwierig und stressig sein kann. Und dafür könnte man dieses Buch lesen, um dann herauszufinden, ob man vielleicht auch unterschiedliche Sprachen spricht und die kommen vielleicht noch mehr raus, wenn man allseits, beidseits gestresst ist. Dann wäre es irgendwie schwierig. Denn ich befürchte irgendwie, dass nach dieser Zeit aktuell auch die Scheidungen hochgehen könnten. Und das wäre schade. So, auch noch gelesen im März habe ich
endlich ein absolut tolles Buch, und zwar von Beth O'Leary, Love to Share. Ich liebe es. Ich liebe Tiffy, ich liebe Leon, ich liebe alle Nebencharaktere, die auch durchaus recht viele sind. Egal, ob sie Patienten sind, also Holly zum Beispiel von Leon auf der Station, oder ob es Gertie und, oh, wie hieß er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gibt's doch gar nicht. Mo. Klar, Gertie und Mo sind die Freunde von Tiffy. Egal, ob es Johnny White ist, den Leon sucht. Völlig egal, wer. Oder ob es der Bruder, ob es Richie ist, von der Bruder von Leon. Ah, herrlich. Es war einfach herrlich. Noch besonderer hat dieses Buch gemacht, dass ich es nicht alleine gelesen habe, sondern zusammen mit meiner besten Freundin Lisa. Und sie hat es einfach nochmal gelesen und ich habe es zum ersten Mal entdeckt. Es war ein Fest. Es war grandios. Ich kann es gar nicht anders sagen. Sucht euch Leute, mit denen ihr zusammen lesen könnt, gerade in aktuellen Zeiten. Es ist so schön, ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Und dieses Buch besonders. Ich glaube, ich hätte es im letzten Jahr nicht so sehr zu schätzen gewusst, im letzten Sommer, als ich es eigentlich lesen wollte und irgendwie das zeitlich nicht hingekriegt habe und auch persönlich nicht hingekriegt habe. Aber jetzt war genau der richtige Zeitpunkt und ich habe es gelesen und geliebt. Ich kann nichts anderes sagen. Gelesen und geliebt. Und wer es tatsächlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gelesen haben sollte, greift bitte sofort zu diesem Buch. Bitte. Es ist herrlich. Ich habe mich zusammen mit Tiffy über ihren Ex-Freund Justin geärgert, dass er überall auftaucht. Und über Martin aus dem Verlag habe ich mich geärgert. Weiß ich nicht, ich war immer mal wieder sauer auf Gertie, weil sie so streng ist und so kalt nach außen, so distanziert, dass sie nicht einfach auch mal nett sein konnte. Ich habe mich mit Leon gefreut, dass es Holly besser ging. Ich habe zusammen mit ihm gesucht. Ich habe mich für jeden von beiden immer darüber gefreut, wenn der eine dem anderen was zu essen dagelassen hat, was gebacken hat, einen Zettel dagelassen hat und sie einfach über diese Zettel kommunizieren. Es ist herrlich. Falls jemand noch nicht wissen sollte, worum es geht, ganz grob zusammengefasst, Tiffy sucht eine Wohnung, weil sie bei ihrem Ex-Freund Justin auszieht, und Leon sucht eine Mitbewohnerin, die tagsüber in der Arbeit ist und nur nachts in diesem Apartment ist. Denn dieses Apartment ist recht klein und hat nur ein Bett. Das heißt, Tiffy und Leon teilen sich ein Bett, ohne sich jemals zu sehen. Und über einen ganz langen Zeitraum überhaupt kennenzulernen. Ja, ich war mit Tiffy aufgeregt, da einzuziehen und alles zu dekorieren. Und Leon war natürlich dementsprechend nicht nur begeistert davon, dass dann so viele Sachen plötzlich da waren. Andererseits hat Tiffy auch eben immer mal wieder was gebacken. Also ich glaube, darüber funktioniert schon ganz viel. Und es war so schön, den beiden ja dabei zuzuschauen, wie sie sich immer mal wieder so, auch wie unterschiedlich die Stimmung ist, je nachdem, wie sie schreiben auf den Zetteln an den anderen. Mir vorzustellen, dass wirklich in einer Wohnung überall nur Klebezettel hängen mit Nachrichten. Und dass sie dann einfach sich ja doch auch irgendwie annähern und anfreunden und kennenlernen über diese Zettel. Und deswegen eine besondere Geschichte. So eine Geschichte liest man eben nicht jeden Tag und die kann ich eben, wie gesagt, jedem nur ans Herz legen. Das war es erstmal von meiner Seite hier. Das ist das Video zum Lesemonat Januar, Februar und März 2018, genau. Ich wollte gerade tatsächlich 2018 sagen. 2020 natürlich. Wir sind, in 2020. Also, sagt mir gerne, schreibt mir gerne, was habt ihr in diesem Jahr gelesen? Was hat euch begeistert? Was konnte euer Herz erwärmen? Und ich kann nur sagen, ich bin auch gerade an einem wahnsinnig guten Buch dran. Also, da kommt noch was. Bleibt gespannt, bleibt dabei. Ich zeige also gerne auch noch andere Bücher, beziehungsweise ja, bin gerade so ein bisschen in Drehstimmung. Das Bearbeiten wird dann das Spannende daran. Aber ich zeige euch auf jeden Fall noch mehr Bücher. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es kommen auf jeden Fall auch noch Bücher darüber, die neu eingezogen sind hier bei mir in diesem Jahr schon. Und also hier auf meinem Kanal soll es weitergehen. Es sollen wieder mehr Büchervideos kommen. Und seid gespannt, was so als nächstes hier auftaucht. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, lest schöne Bücher. Tschüss!